14,5. Oh, da kommt. War ziemlich anstrengend, muss ich sagen. Haben halt verschiedene Sachen gemacht, den Peep-Test, wo halt Zeit und Strecke gemessen wird und dann den drinnen Hochsprung und Klimmzüge. Und dann auch wurde gemessen Körpergröße, Körpergewicht. Und im Allgemeinen würde ich sagen, ja, man sieht halt, wie fit wir jetzt mittlerweile sind. Und ich würde sagen, es bringt schon was, weil wir dann sehen über die Saison, wie wir uns verbessern oder eventuell verschlechtern und daraus ein Fazit können, dann, was bringt oder ob es nichts bringt. Level 3, Jungs. 9,5. Und zwar das erste Mal Test, welche wir gemacht haben. Dieser Test war vom DEB, wo wir unbedingt wollen unsere 5. Stellen holen. Darum haben wir schon dieses Jahr diese Leistungstest gemacht. Die Jungs, die haben es gut gemacht. Das ist im Grunde genommen eine verkleinerte Testbatterie von den Profis, die aber eigentlich alle Punkte, was ich gerade schon gesagt habe, Sprungkraft, Oberkörperkraft und Ausdauer beinhaltet. Und das sind eigentlich die wichtigsten Komponenten. Auf geht's! Yeah, wirklich sehr positiv beeindruckt von den Spielern. Dieser Test ist nicht so einfach und alle haben wirklich, wirklich gut gemacht. Und das schaut gut aus für das Programm für ERC in der Zukunft. Für gute Nachwuchsspieler und das sind in Top-Field sein. So, es war sehr interessant zu anschauen und es ist gut zu wissen, dass wir haben viele Leute sind in Top-Kondition und das ist die Zukunft schaut wirklich gut aus für die für die erste Mannschaft später.